Hallo YouTube-Welt, herzlich willkommen zum Let's Play von Civ 5, A Brave New World mit den Amis. Und ich zocke auch einfach gerade dort weiter, wo ich als letztes aufgehört habe, weil ich bin gerade so fest drin, dass ich einfach gerade in die nächste Runde gehen kann, um zu schauen, was da überhaupt passiert. Der Darius hat mich denunziert in der letzten Runde und will jetzt tatsächlich, dass wir eine Botschaft errichten in den anderen Städte, Hauptstädte, so. Also, ich bin nicht ganz sicher, ob ich das will. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich will den Darius. Ja, schau jetzt, er bietet mir tatsächlich einen Friedensvertrag an. Also, lass zu, lieber Otto. Du gibst mir 35 Gold pro Runde. Dortmund kannst du behalten, Tokio kannst. Warte, Tokio nehme ich. Warte schnell. Städte, Tokio, gibst mir. Dann gibst du mir noch 100 Bar auf die Hand. Und dann bin ich dabei. In Ordnung. Scheiße, er hat es tatsächlich gemacht. Okay. Was machen wir? Wir machen eine Marionette oder tun wir annektieren? Wir machen eine Marionette. Haha, Scheiße. Das habe ich eigentlich schon nicht ganz so gedacht, aber ja, na, ja, nu, ja, nu. Jetzt ist es halt so, wie es ist, und wenn es so ist, wie es ist, dann ist es so. Ja, klingt irgendwie logisch. Also komm, geh da rein, dann tust du halt da das Museum beschützen, was dort hat oder gegeben hat oder wird geben. Und du gehst mir auf München. Nein, du gehst auf Berlin. Dich wollte ich in Berlin haben, weil die Artillerie, die geht mir da auf München in Stellung. Und dann bleibst du dort bis verrostisch oder so. Keine Ahnung. Ja, was haben wir denn da noch? Was habe ich mit dir wollen? Die habe ich wahrscheinlich wollen auflösen, weil ich weiß gerade gar nicht, was ich mit dir will. Da tun wir da das machen. Du kannst da mal schnell heilen. Du gehst eins retour. Du gehst da rüber, genau. Und jetzt bist du dort natürlich im Nichts draussen. Darum tust du auch mal heilen. Gut, also wählen wir eine Produktion für New Brock. Da wäre immer noch die Freiheitsstatue offen. Jetzt bin ich aber mal zuerst für den Funkturm und Japan. Ja, ist gut, ist okay. Manila verlangt nach einem Handelsweg. Ich hätte doch da noch ganz viel freie Handelswege. Denn, weißt du was? Ich habe doch viel Geld. Gib mir doch mal so einen Frachter. Das ist okay. Was ist noch? Jetzt befreundet mit Manila. Sehr gut. Wieso denn? Wieso bin ich jetzt befreundet mit Manila? Einfach so. Du suchst einen grossen Künstler. Was hast du da noch? 188. Mailand ist ja auch noch. Wünscht sich die grosse, ja, die Freiheitsstatue kommt. Ja, jetzt befreundet mit Manila, wieso auch immer. Ja, ist ja egal. Stadtverbindung ist zwischen Essen und Paddington und zwischen Tokio und Paddington. Denn Köln hat sich erweitert, gut. Ja, dass Tokio jetzt meinen ist, finde ich eigentlich nicht so wahnsinnig cool. Kann ich eigentlich die Stadt einfach zurückgehen an Japan? Geht das? Weiß das jemand? Ich würde das gerne machen. Ich würde gerne die Stadt zurückgehen an Japan. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Ja, wir müssen an vielen Orten noch ein bisschen warten. Jetzt hoffe ich einfach, dass ich die nächsten paar Runden, wo ich da noch das goldene Zeitalter habe, so gut durchkomme, dass mir Zufriedenheit da nicht ins Bodenlose sinkt. Ja, Essen hat dort noch eins wie, wo ich noch müsste. Ja. Okay, also du gehst nach Manila, haben wir gesagt. Wo ist denn da Manila? Da. Gut. Dann ist Hamburg schon wieder gewachsen. Dann müssen wir langsam schauen, dass du nicht mehr wachst. Genau.
Ist nur Hamburg gewachsen, ja. Gut, Arhei hat sich geweitet und Kusil hat sich geweitet. Sehr schön. Wir haben eine Karawane. Sehr gut. Du gehst wieder auf Paddington. Geh Essen liefern. Genau, weil da sind wir nicht mehr 11, sondern nur noch 7 Runden weit weg. Der Zerstörer könnten wir noch mal ein bisschen überschicken, zum schauen, was eigentlich da so läuft. Dich lassen wir da, dich lassen wir auch mal da, dich nicht, dich schicke ich da mal so ein bisschen da raus, zum schauen, was läuft. Du baust mir jetzt da die Eisenbahnschiene fertig, du gehst da rüber. Du heilst, ja, genau. Und da sind wir schon wieder in der nächsten Runde, so wie es aussieht. Doch nicht. Da ist nämlich die Artillerie noch in Berlin angekommen und feiert vor der Pyramide. Da haben wir da noch andere Pyramiden. Was ist das Gizhen Itza? Ich glaube schon. Und schau mal, wie da die Juwelen funkeln und glänzen. Ah, sehr schön. So, dann haben wir, würde ich sagen, Manila auf unserer Seite. Hä? Ah, Wahl in Mailand. Was? Deutschland hat die Kühltechnik gestohlen. Da ist es gescheitert. Denn in Mailand ist es aber erfolgreich beeinflusst. Da sind wir noch auf 23. Okay. Was Und. nun? Ich würde dir jetzt gerne klar den Krieg erklären, aber ich verlange jetzt einfach von dir, dass du mich nicht mehr ausspionierst. Und kann ich dich gerade auch denunzieren? Für die Stadtstaat Manila. Sofia nicht mehr befreundet. Okay, aber Manila ist jetzt auf meiner Seite. Wenigstens einmal eine Stadt, die auf meiner Seite ist. Hat Florenz den Krieg erklärt? Oh nein, mach doch das nicht. Mach doch nicht so seich. Ach, Menno, habe ich denn mit Florenz. Habe ich denn da. Wo ist denn Florenz? Lübeck, Wittenberg, Mogadischu, La Venta. Ach Menno, wo haben wir denn da? Panama, Mailand, Sofia, Almaty, Lübeck, Wittenberg, La Venta. Da, es wäre sogar rot angezeichnet. Zeig mal, auf Karte finden, wo bist du? Da, zmitzt ihm nüt. Ach Mensch, mach doch Friede. Wirklich. Ist also absolut unnötig, dass wir Krieg haben miteinander. Gut, also, da haben wir das mal hinter uns. Jetzt befreundet mit Florenz. Aha, sehr schön. Das hat dem Fall etwas gebraucht. Nicht so viel, aber es hat etwas gebraucht. Denn wer braucht noch einen Befehl von mir? Du gehst eigentlich gerade wieder da raus und bleibst dort in Stellung. Pompeius, du bleibst auch dort. Du kannst ja auch mal da bleiben, vorübergehend. Denn ja, sind wir da ein paar Sachen am Reparieren. Wie wäre es zum Beispiel mit dem da? Das Landfahrzeug. Ich wollte einfach mal schauen, was es da noch hat. Da hat es tatsächlich noch ein Schiff. Ja, das soll dort bleiben. Mit dir würde ich eigentlich auch gerne dort bleiben. Du kannst auch da bleiben. Du auch. Dann gehen wir schon wieder in die nächste Runde, weil jetzt gehen wir es wieder ein bisschen ruhiger an. Weil mit nur noch einem Zufriedenheitspunkt. Das wird schwierig. Das wird wirklich, wirklich schwierig. Ich müsste eigentlich mal handeln. Wie wär's, wenn ich mit dir Handel betreibe? Oh, Ted. Ah, die Verkörperung des Blutdursts. Hey, ich bin ein Befreier. Bist du Im nicht? Fall. Ich gebe dir, schau, Krabbe für Baumwolle. Inakzeptabel. Also Aha. komm, der gibt dir im Fall noch 5 Gold pro Runde drauf. Brauchst du kein Geld? Wie willst du denn? Was? 114 Gold pro Runde? Hey, hat's der eigentlich. Ist das so ein Cannabisblatt? Hast du zu viel gekifft? Ich glaube es ja nicht, hey, du spinnst ja.
bist doch ein Spinner. Aber Spinner haben wir eigentlich gern. Also ich habe lieber Spinner gegen mich als Idioten, weil Idioten wissen nämlich nicht, was sie machen. Und Spinner, die, ja, die spinnen einfach zwischendurch. Schau, da fällt ein Handelsposten. Und du, die brauche ich nicht mehr. Komm, ich brauche dich nicht mehr. Ich muss ein bisschen Geld sparen. Ja, da machen wir jetzt sehr schnell die Eisenbahnlinie fertig. Du tust aber das zuerst reparieren. Dann gehen wir da mal auf den Hocker rauf. Ja, nein, ich könnte eigentlich auch gerade noch weiter. Dann tun wir dich da mal in Stellung bringen und ein bisschen schläfeln. Und da dasselbe. Produktion. Little Weddingen kann etwas produzieren. Ah, sehr gut. Ich wäre ja für ein Stadion. Einfach weil, das habe ich ja noch nicht. Die Freiheitsstatue kommt auch in Beddington an. Wieso dauert das so lange? Hey, ich mache da irgendetwas falsch. Hamburg gibt mir wieder Produktion, das ist gut. Machst du einen Zoo. Und dann machst du mir noch eine öffentliche Schule als nächstes. Genau. Das ist mir gleich. Da. Schau jetzt. Historische Wahrzeichen. Weltreligion, Selfismus. Otto, du schloss das tatsächlich vor. Alright. Gut, ich muss im Perser ein paar Dinger abkröpfen. Du gibst mir Produktion da, das ist gut. Das wollen wir so behalten. Weil ich darf nicht mehr zu viel wachsen. Aber nicht bis da der Christo kommt. Und der Christo kommt bald. So, 5 Runden, dann habe ich Zeit. Ich hoffe, ich schaffe das. Daran zu denken, dass ich nur 5 Runden Zeit habe. Da haben wir Marionette. Das wird aber gleich wieder gut sein da. Noch eine Runde, genau. Sehr gut. Und Kusil ist... Bis ein Gerichtsgebäude. Hey, da muss unbedingt das Gerichtsgebäude hin. Hallo. Kauf das. Da sind wir nämlich schon wieder ein bisschen zufriedeniger. Jawohl. Zurück. Und dann... weißt du was? Gehe ich da mal ein bisschen schauen, was es da unten noch hat. Vielleicht entdecke ich ja noch etwas. Zum Beispiel irgendein Weltwunder oder so. Mit dir gehe ich auf Frankfurt. Dass ich dort auch stationiert bin. Du kannst dort bleiben. Denn wo fehlt uns noch eine stationierte Einheit? In Little Weddingen. Da gehst du halt wirklich tatsächlich bis dort runter. Aber das ist okay so. Also, dann haben wir hier noch diese Bahn, die fehlt. Aber die ist in einer Runde ja auch schon gemacht. Das haben wir gesehen. New Brock ist gewachsen. Du könntest da noch auf den Ingenieur machen. 26 Runden. Vorher hast du aber weniger gehabt. 39, 26. Ja, also gut. Machen wir so. Was ist denn noch gewachsen? Frankfurt ist auch gewachsen. Okay. Das finde ich gut. Das lassen wir. Du kannst aber gerade noch etwas anderes bauen. Zum Beispiel... eine Bank? Nein, ich glaube, ich kaufe da das Stadion. Da habe ich wieder ein bisschen mehr Zufriedenheit und dann mache ich eine Bank. Oder umgekehrt. Nein, ich mache es so. Da sind wir nämlich schon auf 4, das ist schon okay. Oh, das habe ich ja vergessen, es hat noch eine Stadt gegeben dort. Es hat noch eine Stadt gegeben, wo München. Aber München müsste nicht annektieren. Die München ist annektiert. Und solange du da nicht wachsen kannst du... Du bist ja da Zeugs am Bauen, das ist okay. Also, jetzt haben wir aber alle gehabt hier. He? Okay, dann Berlin. Du kannst bauen. Kannst du ein Stadion bauen? Du hast wahrscheinlich schon eins. Ha, du hast es jetzt gerade fertig gemacht. Ach so. Also, dann wäre ich für die Börse und dann kannst du von mir aus einen Schrein machen. Und nachher machen wir noch ein Hotel.
Dann bist du auch wieder eine Zeit lang beschäftigt. Wie lange haben wir noch? 4 Runden? Das ist gut, das ist gut. Wir schaffen das schon noch. Welche Stadt können wir denn da jetzt noch? Sofia langt eben nicht. 106, das ist einfach zu viel. Sehe ich das eigentlich auch? Da Mogadischu könnte ich auf meine Seite bringen. Dann Mogadischu kann ich auf meine Seite bringen. Und ich bin Definitiv. im Atomzeitalter. Yeah, das ist geil. Endlich können wir Atombomben bauen. Und die werde ich auch brauchen gegen den Perser. Weil der tut mir da sonst das Leben schwer machen. Ja, du kannst jetzt das hier noch schnell reparieren, dass ich das habe. Da habe ich gesagt, mache ich Handelsposten. Du hast die Eisenbahn gemacht. Da habe ich schon eine Eisenbahn. Da kommt hier die nächste. Da brauche ich da noch irgendetwas. Da kann ich noch ein paar Sachen bewirtschaften. Ja, geh doch mal da rein. So, das heisst, ich gehe jetzt Richtung Atomtheorie, oder? Wobei, ich gehe Richtung Ökologie, damit ich ein Superhaus dann bauen kann. Ein Spion wurde rekrutiert. Sehr gut. Wo schicken wir dich aber hin? Ich glaube, ich schicke dich auf Persepolis. Wo haben wir es denn? Da. Oder Pasargade. Ich könnte natürlich auch Ulundi. Komm, wir schicken dich auf Ulundi. Interessiert eh niemand, wie das dort aussieht. Ich weiß, aber ich schicke dich einfach gerne dort hin. Essen haben wir jetzt denn gerade. Okay, jetzt kann ich dich upgraden für 60 Stutz zu einem Panzer. Mo, das ist ja günstig. Wollte ich das gerade machen? Nicht jetzt. Das kann noch schnell ein, zwei Runden warten. Muss zuerst schauen. Oh nein, was geht es noch? 3 Runden. Hu, ich hab's noch nicht versieft. Ich hab's noch nicht versieft. Gut, Glück gehabt. Dann habe ich gesagt, Mogadischu, oder? Ja. Mogadischu kann ich zu mir nehmen. Und das machen wir dann auch. Wittenberg strebt nach Kultur. Okay. Das haben wir einfach schnell aufdecken, damit es aufdeckt ist. Dann gehen wir da noch weiter raus. So, das goldene Zeitalter ist vorbei. Das macht nichts einführende Politik ein, wo wir. Grosser Händler, wer 15% aus Hand sind von grossen Händlern. Ich wollte eben den. Weil das bringt mir, glaube ich, mehr als alles andere. Jetzt haben wir doch hier eine Eisenbahn gebaut. Dann tust du mir doch das dann noch schnell reparieren. Da kann ich etwas produzieren. Sehr gut. Das Pentagon. Wow. Grosser Händlerpunkte. Wollt ihr das? Das Pentagon wollte ich schon. Nur ein Innerhalb von Monetären und 33% Reserve. Okay. Das machen wir tatsächlich im Fall. Das machen wir. Und Wittenberg strebt nach Kultur. Ja, ich glaube, das war ein kurzer Hut, oder? Da gibt es einen Zoo. Habe ich nicht noch irgendwann etwas da? 3 Runden lang. Okay. Nein, sonst ist eigentlich alles gut und recht. Oh nein, habe ich schon wieder versieht. Nein, in der nächsten Runde. Oh, zum Glück bist du jetzt hier noch gekommen. Dich könnten wir upgraden, aber wir warten. Und darum gehen wir jetzt mal schnell schauen, wie viel Geld hast denn du? Du hast eben viel zu viel Stutz. 4000 Stutz hast du. Ich muss noch eine Runde warten, bevor ich Mogadischu kann. Nein, 88, da könnte ich vielleicht noch. Panama Stadt. 32, also 88. Gehen wir mal schnell auf Panama Stadt. Was ist das? 60 Einfluss. Ui, das ist aber wenig. Das heisst, ich muss 1500. Das heisst, ich muss einen Kredit aufnehmen. Ah, geht nicht. Es reicht nicht. Egal, was ich mache. Es reicht nicht. Ich stimme zwar eh für den Selfismus nachher.
Übrigens habe ich gar nicht auf meinen Sieg angestoßen. Das hole ich jetzt gerade schnell nach. Cheers! Einfach so, dass ich das auch noch gesagt habe. Panama Stadt, komm, wir gehen mal schauen, was denn da so ist, was es denn da so hat. Aber warte jetzt, bevor ich es verhänge, was habe ich gesagt? Mogadischu. Manila, Mogadischu. Wolltest du mich verarschen? Okay. Also. Selbst wenn man eine Stadt wird, Mogadischu. Wie viel? 63. Das heisst, 1200 brauche ich für das. Oder ich schenke dir noch. Give a Tile Improvement. Ihr könnt Gold bezahlen, um eine der strategischen Ressourcen und ausgesetzten Stadt zu verbessern. Ja, okay. Ich will das haben. Also mache ich das mal so. Jetzt haben wir noch 3. Schutzversprechen gibt mir wie viel? 5. Okay. Schutzversprechen. Das lenkt aber eben nicht. Hä? Dann machen wir noch ein Geschenk. Halt für die 250. Dann sind wir hier mal verbündet. Das ist gut. Und Manila machen wir auch noch ein Geschenk. Und das muss länger. Und ich mache auch mit dir noch da ein Schutzversprechen. Mit wem bist denn du ich im Krieg? Manila. Aha. Kriegertribut vor. Nein, du sollst einfach Frieden schliessen. Mit Mailand, glaube ich. Nein. Egal, komm. Schauen wir, was wir denn hier noch schnell produzieren können. In Kysil gibt es sicher mal einen Hafen, bevor es noch eine Fabrik gibt. Genau. Aber warte, da kann ich ja noch schnell ein paar Sachen verändern. Das lassen wir. Das kannst du noch haben. Das kannst du noch nehmen. Und dann brauche ich aber kein Food mehr, also kannst du das noch nehmen. Nimm jetzt das. Wieso nimmst du das nicht? Nimm das? Okay, gut. Oh, dann brauchen wir den einen da noch für den grossen Ingenieur, so wie es aussieht. Dann wirst du wieder wachsen. Und dann müssen wir so schnell wie möglich dort das Stadion noch haben. Okay, was haben wir noch? Verbindet mit Manila. Ja, das haben wir gesehen. Ach komm, ist alles egal. Das ist sogar egal. Einheit benötigt Befehle. Du baust mir da das. Und du machst da etwas anderes. Ah, und dann gehen wir schon in die nächste Runde. Tatsächlich. Wirklich. Ja, in dem Fall. Hoffe ich, dass ich jetzt. Falscher Knopf. Da, ich habe 5. Immer noch zu wenig. Aber ich glaube, der Perser hat ein bisschen Angst bekommen vor mir. Ja. Der Mailänder dort. Was ist denn da los? Da gibt es ja Riesenballerette. Eine wittenbergische Karavelle. Der haben dich da ein bisschen ins Abseits manövriert. Jawohl, gehen lieber weg. Oh, Mailand hat ja Öl, sehe ich gerade. Das ist ja in dem Fall prädestiniert dafür, eine amerikanische Stadt zu werden. So, grosser Wissenschaftler habe ich. Super. Du kannst eigentlich gerade mal dort bleiben, das gefällt mir. Da machen wir keine Handelspost. Mal machen wir mit John Dalton. Warte mal noch.
weil ich will zuerst all das andere Zeugs hier machen, wo muss gemacht werden. Alles reparieren sicher. Jetzt Abgeordnete einsetzen. Das machen wir gerade mal als erstes. Historische Wahrzeichen. Was ist denn das? Die von Archäon gebaut wurden, bringen plus 4 Kultur, wenn sie bewirtschaftet werden. Aha. Wer will das schon? Ich mache das so. Oder? Weißt du was? Eigentlich ist mir das egal. Ich mache das so. Weil vielleicht wird ja dann tatsächlich der Selfismus. Das ist nämlich ein cooler Bonus. Zusätzliche Abgeordnete. 25% schneller Religion ausbreiten. Plus Heilige Stadt kommt 50% Tourismus über. Vier Zivilisationen mit Kontrolle über 24 Abgeordnete ohne bisherige Stimmen. Unsere kontrolliert 5 Abgeordnete. Ja, okay. Wir setzen euch jetzt einfach ein. Und dann hoffe ich, dass ich endlich auch mal kann. Japan hat die Metallverarbeitung gestohlen. Hey. Ich kann dir jetzt nicht den Krieg erklären. Das haben wir gesehen. Paddington ist gewachsen. Tatsächlich. Gibt's das? Gibt's das, dass Paddington noch wächst? In dem Fall schon. Will ich das oder will ich das? Also da gäbe es 11 Runden und da gäbe es 10 Runden. Machen wir 10! Den brauche ich eigentlich nicht mehr, weil das hat mir ja eh nicht gelangt. Das funktioniert eh auch nicht mehr. Wie wäre es denn, wenn wir jetzt mal einen Händler uns besorgen? Ja. Das oder eine Akademie? Wo könnte ich denn die Akademie bauen? Da wäre auch noch irgendjemand cool, die jetzt zu haben. Weil da hat so viel Weideland, dass ich dich, glaube ich, wirklich einfach mal da rauf setze und dann schauen wir, wo John Dalton Akademie gibt. Was ist denn noch gewachsen? Arhei, okay. Du hast hoffentlich das genommen, genau. Darum können wir jetzt da doch auch noch einen grossen Wissenschaftler machen. Komm, und den machen wir im Fall sogar da. Das ist gut. Gut, nice. Das haben wir gesehen. Das war. Oh, habe ich daneben geklickt? Scheiße. Naja. Manila bietet um Einheiten. Also, schau. Weißt du was? Nimm den und dann bist du zufrieden. Ich spare mir ein bisschen Geld durch das und kann in die nächste Runde. Aber. Die nächste Runde machen wir im Fall wirklich erst in der nächsten Runde. Weil dann gibt es hier eine Bank, da gibt es gar nichts. Aber da gibt es den Cristo Redentor und das Stadion. Und da, was wird da gebaut? Ah, das Pentagon, genau. Und da hinten wird dann hoffentlich endlich einmal Tokio auch befriedet sein. Und dann haben wir eigentlich so gut wie gewonnen. Ich hoffe, du bist dann auch wieder dabei. Und danke vielmals, bis jetzt gewesen. Wie gesagt, du darfst auch jederzeit einen Kommentar abgeben, den Daumen nach oben drücken oder mich sogar abonnieren. Das wäre auch cool. Und sonst würde ich einfach sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. In dem Sinn, ich bin mich selber. Cheers!